Hatte ich nicht vor. Ich sollte mich um Anarchys Anhänger kümmern. Aber zuerst muss ich den Waffenhändler des Pinguins aufspüren und herausfinden, wo Ferris hingebracht wurde. Tja, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Batman Arkham Origins. Und zwar den, Abschnitt oder wie auch immer, ein eiskaltes Herz oder auf Englisch Cold Cold Heart. Und wir hatten ja in der letzten Folge eine ziemlich epische Prügelei gehabt, wo ich, um es gelinde auszudrücken, der Verzweiflung ziemlich nahe geworden gekommen bin. Und setzen wir an dieser Stelle erstmal vor. Scheiße. Was ist dein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Ich sag dir was, verrat mir doch erstmal, was dein guter Vorsatz letztes Jahr war, bevor ich die Frage beantworte. Vielleicht ein paar Kilo abzunehmen? Na bitte, du weißt nicht mal mehr, was dein Vorsatz war oder ob du ihn durchgezogen hast. Was soll das Ganze also? Du schaffst es echt einmal, vor alles malig zu machen, oder? Negativzentrale. Wir können die Demonstranten nicht nach South Gotham lassen. Hier ist Airfree. Wir sehen uns das mal an. Ah, jetzt ja, eine Insel. Vielleicht sollte ich endlich sauber werden. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin jetzt verheiratet und meine Frau will ein Kind. Du willst sie doch versorgen können, oder? Klar will ich das. Befinden sich in temporärer Kryostase. Ich brauche meine Thermalhandschuhe, um sie zu befreien. Aha. Ich weiß nicht, Mann. Wir sollten nicht darüber nachdenken, aus der Stadt zu verduften. Was? Warum? Uns geht's doch gut hier. Das ganze Gerät. Bitte! Gut! Arbeitet für die Nacht! Scheiß Handy! Hey! Hör auf mit der Kacke!
hau euch aus den Anzügen raus, zeig euch. Verdammte Hacke! Was soll denn der Scheiß? Und so läutet man das neue Jahr ein. Und ich hau dir mal neue Jahr rin, du Arschloch. Ich pack grad den Kinnhaken an dich, gewinne, du Arsch. Ich möchte mal wissen, was die Scheiße eigentlich soll, ey. Das war nicht mehr das Jüngste offensichtlich. Na wenigstens ist das Ding schon mal erledigt, ey, kannst du glauben. Oh, warte mal, wo muss ich da hin? Erstmal nach West. Schon mal recht schnell. Aber ich frage mich doch allen Ernstes, warum ich bloß mal die Hälfte der Panzerung habe. Also ganz ehrlich, so wird jetzt eigentlich ja nicht. Aha, na gut. Da ist auch noch ein Typ. Sie befinden sich in temporärer Kryostase. Ich brauche meine Thermalhandschuhe, um sie zu befreien. Zentrale, Air One. Mehrere Gruppen maskierter Personen in Coventry gesichtet. Erbitten Bodenunterstützung für einen möglichen Code 3. Ohne die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs kann ich dieser Person nicht helfen. Whoopsa! Findest du? Das wäre das Dreckshandy, Alter. Das geht mir derart auf die Ketten, ich glaub's da nicht. Okay, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Ich muss nach Norden. Wo ist Norden? Ich bin ganz sicher. Habt ihr das gesehen? Hilfe! Er ist hier drüben! Fledermaus, du Idiot! Und er
Boden aufgewischt hat. Er ist echt und gefährlich. Und je länger wir hier draußen rumstehen, desto eher wird... Genau, gut. Na, dann klappen wir uns die mal vor. Was? Warum ist hier zum Donnerwetter nochmal eine Zeitbombe? Offensichtlich alles hier ab. Ja, sicher! Habt ihr eine Macke? Jeder bewaffnet. Ich glaube, ich spinne oder was? Geht's euch noch gut oder was soll das hier? Da zwei Typen. Ey, ich glaube, ich... Gibt's ja wohl ja nicht, oder? Es ist nur Rauch. Ich glaube, ich hab ihn. Was? Sieht einer eine Leiche? Hört zu. Verteilt euch und findet den Bastard. Verstanden? Ach, du bist's. Tun wir einfach so, als wäre das hier nie passiert, okay? Oh Mann, pass doch auf! Right,
So. Soll er dir mal ausweichen? Oh, nicht du auch noch! Ist okay? Komm schon, Mann, antworte! Schade, dass die Granate so lange braucht. Naja. Das ist alles deine Schuld. Wegen dir bin ich überhaupt erst hier. Haltet den Mund zu und die Augen auf. Er kann hier überall sein. Einfach unterwischt. Verteilt euch und findet ihn! Toll, machen die auch noch. Ging daneben, würde ich meinen. Überstanden. What? Zwei Granaten? Das muss gereicht haben. Zentrale 4-4. Er wird einen Statusbericht bezüglich. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Wir müssen ihn aufscheuchen. Ihr geht vor. Okay, also sich mehrere vorzunehmen bringt nichts. Aber komischerweise, ich habe die Waffen gestört und trotz alledem, ja. Es hat nicht funktioniert. Achso, ich kann... Schieß bloß nicht auf mich! Das Zeug ist harmlos! Oh Mann, das sieht schmerzhaft aus! Wir brauchen einen Plan. Und zwar jetzt. Wir können nichts für ihn tun. Wir müssen auf uns selbst achten. Der hier ist viel zu lang stehen geblieben. Bleibt in Bewegung. Viel zu lang stehen geblieben. Ich hole dich gleich, du Arsch. Alter, macht mich zu Tode erschreckt. Na los, du blöde Rauchbombe. Komm an der Spur hier. Ja, zeig mir da bloß so nach Feuer nochmal, Alter. Ich hab kaum Zeit und dann so eine Aktion hier. Was ist das denn hier? Was zum... Der kann sich doch nicht einfach auflösen. Wo ist der? Fünfe noch. Die letzten beiden, die mache ich in einem Rutsch alle mit Hilfe des Unterbrechers. Könntest du endlich mal die Fresse halten, du dämliches Handy? Ey, ist nicht mehr feierlich hier.
So. Ups. Ups. Die Fledermaus war nie weg. Verdammt! Du blöder Idiot! Was soll die Scheiße? Ey, bist du ein Trottel, Mann? Du solltest die Granate runterwerfen, Mensch! Ey, so ein bescheuerter Idiot! Ganz ehrlich! Kann nicht sein, oder was? Alter, bist du so bescheuert oder tust du nur so? Mann! Das ist doch nicht zu glauben! Ey, das ist so ein Vollidiot! Du solltest sie runterschmeißen, Mensch! Ey, ist das ein Voll... ausrasten. Der guckt mir keiner. War das eine Granate? So, SMS verschickt. Hoffentlich schicken die jetzt nicht noch eine, sonst wäre ich hier nämlich richtig grantlich. Einfach so verschwinden! Ja, wie wohl? Kick mal nach oben, du Idiot.
Du? Nimm dir den Typen vor. Na toll, jetzt kann ich den noch mal nicht mal mehr einsetzen. Leck mich doch. Na gut, dann warten wir halt ab, bis das Ding gelaufen ist hier mit der Rauchbombe komplett. Waffenhändler finden, um an Freeze heranzukommen. Wenn ich die Gegend scanne, finde ich vielleicht heraus, wo er hingegangen ist. Och nö. Leute, ihr schafft es echt immer mehr Zeit zu verschwenden. Was auch immer diese Substanz ist, sie bringt seinen Kreislauf zum Erliegen und versetzt ihn in Kryostase. Ohne die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs kann ich ihn nicht gefahrlos aus dem Eis befreien. Der Polizist stieß zufällig auf Pinguins Leute. Er war auf ihre Technologie nicht vorbereitet. Aber die Kryokanone hatte einen Leck. Pinguins Leute? Hast du eine Macke? Wenn ich mich beeile, führt mich diese Spur zu Pinguins Waffenhändler. Er kann mir sagen, woher diese Waffe kommt. Das kommt aber in der Folge nicht mehr vor. Das kannst du aber wissen, so. Alfred, Pinguins Männer setzen kryogenische Waffen ein, um Unschuldige in Eis einzufrieren. Ich werde die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs brauchen, um sie zu befreien. Ich mache mich sofort an die Arbeit, Sir. Irgendeine Vorstellung, wo diese Waffen herkommen könnten? Das weiß ich, sobald ich den Waffenhändler des Pinguins erwische. Ja, und da ich jetzt ein bisschen in Eile bin, dank diesem langen Gefecht hier, oder wie man doch immer nennen will, werde ich jetzt die Aufnahme beenden und... ja, wir sehen dann in der nächsten Folge weiter, ne? Zumindest sofern ihr Bock drauf habt. Also bis dahin, tschüss Leute!